Willkommen bei Homeshopping 48 TV. Matze, brauchst du noch eine Rolle Klopapier? Nee, hab ich ihn noch. Hast du genug? Hab ich ihn noch. Stecken in den Ohren drin schon. Ja. Alle Körperöffnungen richtig verschließen derzeit. Das muss auch, man muss auch mal die Dinger sehen, wie man die richtig anlegt. Hast du Corona? Nee, Corinna. Nee, was? Corona habe ich auch gerade nicht. Ich glaube, gar bei Netto gibt es kein Corona mehr. Ja, ne? Ausverkauf Corona. Ich fühle mich wie bei Luis und den außerirdischen Kohlköpfe irgendwie. Die sahen auch so aus. Ja, hallo Borgheide. Kannst du das jetzt mal abnehmen? Hallo Welt, muss ich sagen. Wie war das jetzt hier? Oh, nee. Alter. Jetzt geht's mir wieder gut. Aber ich glaube, damit kannst du jetzt bei eBay richtig Geld machen, wenn du aus Versehen vor Wochen und Monaten so ein paar Staubmasken gekauft hast, weil du ein bisschen auf dem Bau warst. Ja. Kannst du die jetzt, glaube ich, so ein Stück für 80 Euro, wa? Geht bestimmt weg. Man gibt ja Ratschläge ohne Ende. Angeblich wird ja überhaupt gar keine Panik gemacht, als in den Medien kommt. In jeder anderthalbten Meldung kommt Corona vor. Corona vorne, hinten, in der Mitte. Und das ist auch gar nicht so gefährlich, aber wir müssen das alles melden. Die Brauerei macht Umsätze, sag ich dir. Das sage ich dir. Du weißt schon, dass da gar nicht so viele von sterben oder so, wie sie so tun alle, ne? Das ist wie eine Erkältung, ne? Das ist für mich ja einfach. Das heißt ja erstens Männer, gut, das trifft mich auch, aber die über 50. Also, da bin ich schon durch. Über den Punkt bin ich rüber. Nicht mal mehr Corona kriegt mich unter die Erde. In Belitz haben sie sogar den Frühlings- und Ostermarkt abgesagt. Übrigens nur, um das mitzuteilen für nächstes Wochenende. Da gibt's also den auch nicht mehr. Auch weil Begründung war, weil es keine staatlichen Vorgaben gibt und die Verantwortung können nicht übernommen werden. Es ist zwar nicht gesagt, dass was passiert, aber es könnte ja was passieren. Das stimmt. Es könnte auch ein Sturm kommen, Hagel oder ein Stein auf den Kopf fallen. Im Moment ist Deutschland jedenfalls im Corona-Fieber. Gelähmt. Ich weiß gar nicht, kriegt man da Fieber von? Doch, natürlich, man kriegt Fieber. Im Corona-Fieber. Die Grippeschutzgeimpften, wenn die Fieber kriegen, so richtig. Dann und ich weiß, viele Menschen, ich war übrigens, Kinder kriegen kein Corona, habe ich gelesen. Das ist auch richtig so. Kinder nicht, also, aber Erwachsene. Und Erwachsene wünschen sich, dass sie Corona kriegen, damit sie mal 2 Wochen zu Hause bleiben können. Ich nicht. Du nicht? Nee. Nee? Okay. Ich brauche das nicht. Ja. Ich nehm mir das auch nicht an. Also wir haben ja schon Selbstschutz, wie ihr gesehen habt. Okay, so viel zu Corona, wollen wir gar nicht mehr weiter heizen. Wir machen gleich weiter mit den nächsten Veranstaltungen, die hier in Borgheide anstehen und mit denen, die gewesen sind. Aber da fangen wir einfach an mit denen, die noch kommen. Fliegerheim. Ich habe hier, genau, Fliegerheim, da wird gebaut, hast du gesehen? Genau. Da sind die richtig fleißig unterwegs und machen den Saal. Pünktlich zum 8.3. werden sie wohl fertig sein? Denn am 8.3. findet die erste Veranstaltung von Sunnyland statt. Genau. Von 11 bis 14, 14 Uhr. Dort ist um Voranmeldung gebeten. Pro Person 24,50. Kinderhalber Preis bis 6 Jahre frei. Und da ich 6 Jahre bin, komme ich mal frei rein. Na gut. Diesmal ist Thomas Kahler da. Humorvolles Duo bietet Chansons der letzten 100 Jahre, intelligente Schlager und lustige Unterhaltung, Klavier, Gitarre und Gesang. Und das Ganze im Hotel Fliegerheim am 8.3. Kein Schlagzeug dabei, also nicht so laut. Du nicht? Nee. Okay. Nächster Termin steht schon wieder an. Matze Waldbad, sagt dir das was? Ja, da kenne ich, bin ich schon mal vorbeigelaufen. Aha. Ja, liebe Vereinsmitglieder, am 13.3. ist die jährliche Mitgliederversammlung, 18 Uhr, auch wiederum im Fliegerheim. Da ist richtig was los im Fliegerheim. So, dann kommt die nächste Veranstaltung und das ist schon wieder der Sportverein und die machen einen Arbeitsansatz am 14.3. Und der nächste Arbeitseinsatz? Muss ich gucken. Am 28.3. Im Schwimmbad für Vereinsmitglieder. Genau. Und darauf die Woche übrigens auch gleich noch den zweiten Arbeitseinsatz am 4.4., wenn ich das jetzt richtig im Blick habe. Aber am 28.3. geht es erstmal los. Und bitte Haken noch mitbringen. Ja, weil bei uns sind die Haken über die Jahre irgendwie alle verschwunden. Okay. Sind die Wasser? Nee, wir haben Beine gekriegt. Freitag waren wir auf Marktplatz unterwegs. Ja. Waren wir? Bip. Ach so. Nee, das war Samstag. Das war gar nicht am Freitag, Mensch. Nee. Ja. Samstag. Samstag war schon so lange her. Ne? Ich sag dir, das ist, wo Corona lässt grüßen. Es war tatsächlich am Samstag gewesen und dort gab es Schwein, wie man gleich hier sehen kann. Lass laufen. Schwein einfach. Gehabt. Lass laufen.
Ein großes Dankeschön an alle, die uns unterstützt haben. Ich musste mich wirklich, weil es einfach so viele waren, hinsetzen und erstmal einen Zettel schreiben. Eigentlich rede ich sonst so aus dem Handgelenk, aber da war mir die Gefahr einfach zu groß, dass ich nachher doch noch jemand vergesse. Also fange ich einfach mal an. Ganz großen Dank erstmal an Marcel Mika und seiner Firma FDM, die uns wirklich riesig unterstützt haben beim Auto, damit er auch eine Chance hat durchzuhalten. Vor allen Dingen auch an seine Mitarbeiter. Marcel hat ja vor 2 Jahren, ja, vor 1,5 Jahren, gut, aber noch davor, die Heidi Barocki hatte Gambia-Fieber ausgelöst. Alle springen von Corona, aber wir haben hier Gambia-Fieber in Borkheide. So eine Fahrt ist ja nicht mal hier von Borkheide nach Bad Belzig, sondern ein bisschen länger, ein kleines bisschen länger. Klein bisschen. Und vor allen Dingen bleibt gesund, ist wichtig, kommt gesund wieder. Danke. Ja, und die Hilfe, die dort ankommt von den verschiedensten Leuten, die da mitfahren, ist natürlich großartig in unserer heutigen Welt. Und deswegen meine große Achtung für euch, dass ihr dorthin fahrt. Und wenn es auch nicht Tausende von Euros sind, aber immerhin auch mit Sachspenden im Gepäck. Und dass ihr Borkheide nicht vergesst, habe ich euch nochmal mitgebracht in den nächsten 6 Monaten. Einen kleinen Beutel und da sind 2 Tassen drin. Danke. Da ist die Erinnerung auch in Borkheide. Das ist eine kleine Auflage an Tassen. Und die könnt ihr dann mitbringen wieder oder ihr lasst sie dort. Ja? Viel Spaß. Das heißt, wir werden jetzt die Taufe vollziehen. Den Namen verrate ich noch nicht. Den wird man gleich hier schön sehen. So, kräftig schütteln. Schütteln, schütteln, schütteln. Und alle in Deckung. Alle in Deckung. Oh, jetzt klemmt der Motor. Nee, die Triebe. Kupplung. Nee, jetzt. Jawohl. Ja, das war Bip. Gute Reise wünschen wir den beiden, dass er heil ankommt und auch wieder zurück. Also 8000 Kilometer, ne? Jo, durch 7 Länder. Hm. Viel Spaß bei dem ganzen Abenteuer und wir sehen uns, wenn ihr wieder zurück seid. Hoppala, hier hat jemand gewackelt. An der Kamera zu. Genau. Was war ein Erdbeben? Ja. Hast du es gesehen? Jedenfalls, wir schauen, wenn sie wieder zurück sind und wir halten euch auf dem Laufenden mit Informationen, die wir mal so ab und zu von denen bekommen. Ja, wir haben ja mal ein Foto eingefordert, mal gucken. So, dann kommen wir jetzt zum Fußball. Ja, Fußball war aber ein richtiges Abenteuer diesmal gewesen, denn die Sportgemeinschaft Brücke Borkheide Jahrgang 2009 und 2010 hat den 2. Platz beim Beelitzer Hallenturnier gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Jo! Top Jungs, ihr seid würdige Nachfolger für die Herren. Die Herren, ja, die Herren. Die waren ein bisschen krankheitstechnisch ausgedünnt und mussten trotzdem antreten mit 7 Spielern. Was da war und was noch passiert ist, fragen wir den Trainer, haben wir gemacht. Bitteschön. Ja, der Gegner war übrigens Grün-Weiß Niemek und ja. Film ab. Ganz kurzes Spiel heute gewesen in Niemek. Ja. Wir sind schon wieder zurück in Borkheide. Was war los, Markus? Ja, na, wir hatten im Vorfeld leider zu Donnerstag relativ viele Krankmeldungen, nebenher immer noch 5 Verletzte. Entsprechend wussten wir am Donnerstag, wir bekommen keine vollständige Mannschaft zusammen und hatten dann gefragt, ob wir das Spiel verlegen können. Das hat leider nicht geklappt, da muss der Heimverein zustimmen. Entsprechend sind wir dann mit den wenigen Spielern, die wir hatten, einschließlich meiner einer, sind wir dann 7 gewesen, hingefahren, um bei einem schönen Wetter das Spiel dann zumindest laufen lassen zu können. Dann habe ich mich leider relativ schnell verletzt. Ich bin zu alt einfach dafür, sozusagen. Das funktioniert dann nicht mehr. Ist die Regel so, dass man den Schiedsrichter bitten kann, bei unter 7 Leuten das Spiel abzubrechen, was er dann auch getan hat. Ja, ist ja noch nicht vorgekommen. Es war, glaube ich, so, dass ein Spiel verlegt wurde schon, aber dass so ein Spiel so kurzfristig abgebrochen war, jedenfalls bei uns noch nicht. Man kann aber wünschen, dass die Mannschaft schnell wieder fit wird. Wir haben ja wirklich einen hohen Krankenstand, einschließlich Verletzten in dieser Saison. Wie lange hält die Mannschaft das überhaupt durch? Ja, ach naja, das ist schon, also wenn man den Tag davor guckt oder den Spieltag davor guckt, dann waren wir 15 Leute. Ja, so, das ist auch super. 5 Leute oder 4 Leute auf der Auswechselbank, 16 waren wir sogar, genau, 5 Leute auf der Auswechselbank. Also die Einstellung stimmte da auf jeden Fall und ich denke, das wird auch weiter so sein. Das ist jetzt mal eine Momentaufnahme. Wir hatten wirklich am Donnerstag relativ viele Kranke. Heute war noch einer dabei, der eigentlich sich noch am Ende seiner Reha befindet von den Verletzten. Er hat trotzdem gesagt, er würde versuchen mitzumachen. Gott sei Dank bin ich eigentlich jetzt fast glücklich, dass er nicht so lange musste, weil wir
wer weiß, was dann passiert. Und entsprechend gehe ich davon aus, dass nächste Woche das schon wieder wesentlich positiver aussieht. Genau, nächste Woche am Sonntag hier in Borkheide auf dem Heimplatz gegen... Weiß ich wieder nicht. Beelitz. Beelitz, ah, okay. Ja, super. Gegen Beelitz, ja, dann hoffen wir mal, dass wir da was reißen können. Genau. Jo, das war's. Diesmal kurz und knapp. Wir wünschen euch trotzdem weiterhin viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Tschüss. Alles klar. Tschüssi. Jo, weiter wollen wir das gar nicht kommentieren. Wir durften nicht mitspielen. Wir hätten ja auch, Trainer durften wir auch nicht machen. Nee. Wobei wir die Trainerbank bewacht haben, solange bis das Spiel dann abgebrochen wird. Nächstes Spiel ist auf jeden Fall in Borkheide. In Borkheide, jetzt am Sonntag ab 15 Uhr und zwar gegen Beelitz. Und wir hoffen mal, dass die Mannschaft bis dahin wieder halbwegs vollständig und fit ist, weil die haben ja wirklich einen ziemlich hohen Krankenstand mittlerweile. Da sind die Leute mit Krücken und sonst was unterwegs und ich weiß nicht, ob einer von denen Corona hat, das weiß ich nicht, aber Erkältung und andere ledierte Knochen. In zwei Wochen wissen wir mehr. Dann können wir sagen, wir nee, hatte keiner. Lieber Matze, auf die Leiter mit dir. Es war ein schöner sonniger Tag heute, wa? Ich denke mal, so ein paar Stündchen Sonne hat man so nebenbei. War heute eigentlich Regen? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, heute Vormittag ein bisschen. Vormittag, ja. Zwei, drei Tropfen kamen da. Ja. Ganz und kaum der Rede wert. Was war ja noch bis Mittag bewölkt? Und dann kam Mittag die Sonne raus. Es kommen maximal noch bis zu 3 Liter pro Quadratmeter die Woche vereinzelt noch runter. Temperaturen halten sich im oberen Bereich der einstelligen Werte. Immer noch irgendwie mit dem Wetter so Tiefdrucklage. Ist noch nicht richtig schön, dass mal Winter kommt. Vielleicht wird es mit dem nächsten Vollmond noch mal ein bisschen kälter. Der kommt wohl so Mitte März noch mal an. Aber ansonsten bleibt es durchwachsen und Richtung Wochenende wieder etwas wärmer und auch sonnig. Es kann auch mal Nachtfrost geben, Donnerstag, Freitag. Ja, das zählt jetzt nicht mehr. Wir haben gesagt, es ist Frühling und das sieht man auch überall. Da kommen die Blätter, das Grün kommt überall raus. Blümchen blühen schon das überall. Ja, bei dir kommen auch Blümchen, ja, okay. Jo, nur noch ein Thema jetzt. Party. Wir lassen uns jetzt nicht abhalten von dem Wahn. Wir machen Party. Ja. Am 21. Ja, wir machen ein Feuer an, das vertreibt die Viren. Borkheide News TV wird 4 Jahre alt und das lassen wir uns natürlich nicht nehmen, zünftig zu befeiern. Und wer Lust hat, kommt einfach mit hin zum Jugendclub am 21. ab 17 Uhr, ne? Ja. Denke mal, ja. Ja. Ab 17 Uhr. Wir bleiben auch ein bisschen länger da, wer 18, 19 Uhr da ist. Hm. Ist genug vorrätig. Jo, das war's wieder. Wir sind durch. Mehr fällt mir nicht ein. Das ging ja schnell. Ja? Rest okay. Kommt dann ab nächsten Montag noch. Bis dahin, also. So dann. Zack, schöne Woche euch. Schnippel den Film zusammen. Ich muss nach Hause. Matze. Lutze. Ciao. Tschüss.